Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger. Wie ihr wisst, war gestern der XXL Movie Day und XXL, da darf euer Commander Krieger nicht fehlen. Ich zeige euch heute mal ein paar Impressionen. Das Ganze lief ab wie letztes Jahr. Wir sind erstmal ins Restaurant gegangen, haben uns dort etwas zu futtern geschnappt oder die meisten haben sich was zu futtern geschnappt und dann sind wir hoch in so einen abgesperrten Raumbereich und ja, da fängt die Aufnahme dann mal an. Und da seht ihr mal so die ersten Impressionen. YouTuber unter sich nennen wir diesen Part mal. Viel Spaß. Ja, hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger. Wir chillen hier gemütlich in der Futterecke. Hier ist auch noch ein Tisch frei. Ne, Putti? Ja, hier komm ich hin. Moin. Förste, wie schmeckt das? Beschissen. Ich hab kein Besteck. Aber ist okay. YouTuber sind halt einiges gewöhnt. Hier mit Chicken Wings, da was ich jetzt hier rumprügeln, normalerweise nur Kaviar der Herr. Ja, jetzt so eine Pampi. Ich hab kein Besteck. Finger geht auch. Ja, hier haben wir Jana. Ach guck mal, die mitspielt die Leute noch. Mal von hinten heute. Ja. So für eine Arschlecke, was? Ja, Brabi! Finger! Ja, ist hier los? Der ist da, ist mit da. Ne, da mach ich hier, komm. Hi. Setz dich hin. Sind sie uns heute noch da? East End. So, Stimmung, da hinten sind die anderen. Dann kommt der Hardy. Angedanzt. Nee. Ja, die gehen ja gut ab. So gut. Ejected und. Wer ist wieder? Mohammed ist rausgeflogen. Ich geh einfach zu LeBron hin. Ja. Und schubst einfach mal so weg. Der ist bestimmt 5 Meter geflogen. Okay. Ja, heute Abend, sag ich nur. Da ist der Jimbo. Ja, ich bin so nervös. Hi, ganz entspannt. Ja. Sei doch nicht nervös, Alter. Ja, ich nicht. So, lustig. Ich hab aber vor. Hi. Jan von Elektrophysik. Ach so, okay, wir warten jetzt noch bisher. Der war der Einzel. Das haben wir jetzt mal nicht gesehen da, ne? Da hinten ist Saba und dahinter ist Robert und hier vorne ist Jodi. Die haben mich heute überrascht, die Schweine. Die sind einfach so vorbeigekommen und haben einfach mal gedacht, so hier schnüffeln die Wips. So, und hier ist nochmal der Puti. Puti Tengeng. Rücken. Hier geht er da vorne ran. Oder komm hier hin. Ja, jetzt muss er natürlich auch noch hier. Jetzt musst du nicht, das hast jetzt geh neben den Fessel, Alter. Komm, ich bin am Filmen hier. Durch? Ich komm dahinter. Ich komm dahinter. Ich bleib hier. Ach so, ja, gut. Ja, der sagt jetzt. Kommt der Hardy. Pass auf, jetzt kommt der Hardy. Der Hardy, das sehe ich schon am nächsten. Das ist immer zu spät. Ja, keine Ahnung. Ich sag da schon gar nichts mehr zu, weil es immer die so zu spät kommen. Immer als asoziales Pack. Asoziales Pack. So, dahin seht ihr übrigens, die zu spät kommen. Sucht euch euren Kanal aus und. Nach dieser kleinen Stärkung ging es dann auf die Bühne. Das heißt, wir wurden kurz den Abonnenten präsentiert, wie Frischfleisch am Fleischmarkt. Im wahrsten Sinne des Wortes ist ja einiges dran. Und ja, es war schon richtig viel los. Waren natürlich nicht nur Commander Krieger-Abonnenten da, sondern wirklich von allen Leuten. Dr. Allwissend habe ich beispielsweise getroffen. Nachher irgendwie im ganzen Gewusel ist er mir verloren gegangen. Hätte ich gerne noch ein paar, drei, vier Fragen gestellt. Liebe Grüße, wenn du das siehst. Dann die Jungs von Pete's Meet. Natürlich noch viele, viele andere. Und ihr könnt mir eure Videoantwort vom XXL Movie Day schicken, wenn ihr eine habt. Schickt mir die einfach als Videoantwort, so könnt ihr ein bisschen auf euren Kanal aufmerksam machen. Und ja, nach der Bühne hat es leider in Strömen geregnet und wir konnten leider draußen keine Autogramme geben und sind dann in eine Halle gegangen, wo es U-förmig aufgebaut wurde, also wie in der Schulklasse. Jeder hatte dann so irgendwie so ein paar Plätze und dann wurden Autogramme geschrieben. Und auch da gibt es jetzt mal hier ein paar Eindrücke. Viel Spaß! Ja, wie ihr seht, es war richtig, richtig viel los.
Teilweise wurde ein bisschen viel gedrängelt, da hat sich der Kommandant mal um den Stuhl gestellt, hat mal ein bisschen losgebrüllt, der Löwe. Die Leute waren wirklich geflasht, die es so jetzt noch nicht kannten. Saba, Robert, auch die Padawan-Anwärter, Puti und Jody waren ziemlich geflasht. Robert hat dann nachher mit dem Fössel einfach nur noch hier irgendwie Kamelle in die Menge geworfen, seht ihr auch jetzt gleich noch. Und ich vermute mal, das waren so um die 800, 900, vielleicht sogar 1000 Autogramme, die wir da in der Halle gegeben haben. Danach ging es dann noch raus, aber dazu kommen wir dann später. Hier seht ihr noch so ein bisschen, ja, die Feuchtigkeit im Nacken. Darf natürlich nicht fehlen, hat ja geregnet. So, na, schöne Commander-Krieger-Unterschrift hier, akkurat, gedönseldöns auf den Rucksack. Autogrammkarten hatte ich mit dabei, ich weiß nicht, ob man die jetzt gerade sehen konnte. Da rechts haben wir einen Putin mit der Mütze, unten rechts die Jody. Da. Da sind meine Autogrammkarten, da seht ihr die blauen da. Die neuen. So, alles Mögliche wurde da gemacht. Der Putin hat auch noch viele, viele Aufnahmen gemacht. Es gibt noch ein geiles Outtake-Video. Irgendwie, keine Ahnung, wo die ganzen Flaschen daher kamen oder so. Beworfen wurden wir nicht, fand ich ziemlich cool. Leider, 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 und das muss ich sagen, das hat mir so ein bisschen missfallen. Muss ja auch ein bisschen Kritik äußern. Man hatte keine großartige Möglichkeit, jetzt auf viele Fragen einzugehen. Das heißt, so Fragen konnte man da leider nicht beantworten. Hier seht ihr Clemens live. Wink mal. Okay, wink nicht, Arschloch. Spaß. So, auf jeden Fall wirklich eine richtig krasse Menge los. Kleine Tanne war da. Ich will jetzt gar nicht alle aufzählen, weil ich würde sie eh alle vergessen. Auf jeden Fall richtig viel los. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns das ganze Spielchen hier noch ein bisschen an. Jetzt auch mal ein bisschen mit Ton. Hier seht ihr Kamelle-Action. Yeah. Dann ist die Kamera, ich glaube, Sava hat hier die Kamerafrau gespielt oder Robert nachher. Die sind dann nachher auch mal gemütlich zu Janna und Jan gegangen von 61 Minuten 6. Haben die auch noch mal kurz gezeigt. Das zeigen wir euch auch noch. Viel Spaß. Auf seiner Kamera haben möchte, aber... So, Krieger, jetzt hier, Ansage an dich. Ich habe mir nichts überlegt, aber geiler Tag, gut organisiert und deine Ansprache top. Jawohl. So, jetzt müssen wir weiterarbeiten. So, nachdem die ganzen Autogramme dann abgearbeitet worden sind, ging es dann auch nach draußen, weil, ja, ein bisschen, wo hat sich das Wetter gelockert, wir konnten wieder rausgehen in die Natur, ich hoffe, es war jetzt bisher nicht zu langweilig, und da habe ich jemanden wieder getroffen, den kennt ihr noch aus einem, ich sag mal, älteren Video, hier nochmal ein kurzer Rückblick von damals. Ja. Was willst du haben? Commander-Krieger, ich will das Freiticket. Das ist aber der falsche Spruch. Bitte. Bitte ist auch falsch. Ich weiß. Freiticket. So, wer weiß, wie der Spruch heißt? So, du kriegst noch einen 20, alle waren bisher weg, aber du kriegst ihn jetzt noch. Ja, und ihr glaubt nicht, wen ich getroffen habe. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind hier gerade wieder im Moviepark. Und ratet mal, wen ich gerade getroffen habe. Was willst du haben? Ein Foto und ein Freiticket. Ja, wie geht's? Wie hat sich dein Kanal gemacht? Boah, ich wurde nur gehatet. Nur gehatet? Nur gehatet. Immer so, ja. Blödkopf. Butterbirne. Blödkopf haben sie zu dir? Ja. Die haben Blödkopf ab und zu dir. Auch so. Was sagt ihr Blödkopf zu dem? Ohne Scheiß so. Hey, du warst voll frech und Hurensohn. Ja, frech warst du. Ich war ein bisschen. Vorlaut, ne? Ja. Eine Schelle hast du eigentlich verdient, ne? Wir könnten ja rangeln. Rangeln? Wie schwul ist das denn? Nein, kennst du Rangeln nicht? Rangeln, was ist ein Rangeln? Ja, Rangeln, das ist belebt. Das innere Kind. Ohne Scheiß. Also auf die Fresse hauen für Arme oder was? Nein, rangeln. Was ist Kennst rangeln, Jan? Kleine Kinder? Wenn ein Typ zu dir ankommt und sagt, du willst mit mir rangeln. So eine Halle? Nee.
Nein? Dann ist ja so wie anstupsen. Ja, so sagen wir. Können wir auch machen. Einfach. So, wie heißt denn dein Kanal? Ja, inaktiv. Inaktiv? Seht ihr, das habt ihr aus ihm Nein. gemacht? Ja, das habt ihr. Idioten eingeladen. Den kenne ich doch. Ja, ich wollte einen neuen erstellen. Der wird dann in der Beschreibung stehen hier unten. Ungefähr da. Ungefähr, ja. Ja, und dann wird er von mir eingefügt. Wir sind ja bei, wir haben ja beide deinen Kanal. Ja, klar. Wir machen eine Kooperation, würde ich sagen, ne? Ein Kollabo. Leider war es das auch schon fast von den Videoaufnahmen. Es gibt noch ein schönes privates Outtake-Video, was bei mir dann zu Hause entstanden ist, weil wir haben nachher noch so eine kleine Pokerrunde gemacht. Aber dazu kommen wir dann in einem anderen Video, weil es würde hier einfach nicht reinpassen. Ein kleines Resümee, nochmal vielen, vielen Dank an Jimbo. Ich muss sagen, ich fand Movie Day ziemlich cool. Natürlich kann man organisationsmäßig noch ein bisschen mehr rausholen, meiner Meinung nach. Aber dafür, dass der Jimbo das alles da so stemmt, ziehe ich meinen Hut vor, finde ich alles cool. Da gab es auch viele Fragen zum Video Day. Werde ich nicht kommen, weil in meinen Augen ist es immer noch eine Abzocke. Weil, ich sag mal, die Aktion von Jimbo zeigt es, dass man so eine Aktion machen kann, ohne, ja, dass die YouTuber dadurch noch extra zusätzlich Geld verdienen. Wir machen das Ganze aus Spaß, wir machen das Ganze aus Freude, um für euch da zu sein, um eure Fragen zu beantworten, um eure Autogrammwünsche, eure Fotowünsche oder eure Interviewwünsche nachzukommen. Leider hat das Wetter gestern nicht so ganz gut mitgespielt, aber das wird uns ja nicht daran hindern, nächstes Jahr wieder mit dabei zu sein. Ich bin gerne wieder mit dabei und ich denke, es wird nächstes Jahr noch voller, noch cooler, noch besser. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Sonntag. Genießt es, lasst die Sonne auf den Bauch brezeln. Ich bin raus. Gut Schuss, euer Commander Krieger. Bis zum nächsten Mal.